Weiter geht's mit Manor Lords und in dieser Folge wollen wir Nördlingen weiter ausbauen und dort unsere erste Armee bauen. Ja, und vor allen Dingen wollen wir mal in unserer Stadt ein bisschen rumspazieren. Und können wir in sein Haus reingehen? Oh. ETF. Vielleicht gehen wir ganz schnell wieder raus. Hat keiner von euch gesehen. Es gibt keine Inneneinrichtung, das können sich unsere Bürger noch nicht leisten. Die Steuern sind so hoch. Nein, im Ernst. Ist das cool? Da ist ein Loch. Okay, wir gucken nicht nach oben. Woher haben die die Steine für den Weg? Herrlich, oder? Hier lang zu gehen auf unseren Hauptplatz. Direkt den Brunnen. Wir können gucken, ob wir da vielleicht sogar noch einen Brunnen hinkriegen. Die Kirche mit dran. Schön. Sehr gut, mir gefällt's. Muss ich ja wirklich sagen. Und ich würde hier tatsächlich so ein bisschen als letzte Aktion gucken, dass wir wirklich... Zeit bitte. Hier noch einen Brunnen rankriegen. Mhm. Guide. Zack. Dahin. Ein Wägelchen. So, dann haben wir da vorne auch so einen Weg gebaut. Und dort, dann sieht das hier nach so einem kleinen Vorplatz aus. Zwei Brunnen, die sich gegenüberstehen. Das kostet ein bisschen Holz. Wunderbar. Gut. Also, das gefällt mir. Dann sind wir bei der Brotproduktion und wir haben 300 Brot mittlerweile und das ist doch echt eine gute Sache. Wir werden auch in meinen Augen hier weiter Gemüse produzieren hier vorne und was wir mal machen könnten, wäre zum Beispiel den hier umstellen. Ja, vielleicht werden wir hier hinten das Ding sogar abreißen und auf Gemüse umstellen. Denn das ist ein bisschen ineffizient, was wir hier machen. Und wir haben ja, na, wir haben halt noch keine 3 oder 4 Nahrungsmittel, die unsere Leute hier brauchen. Aber ein bisschen Fleisch ab und an kriegen wir schon hin. Gut. Also ich denke, Nördheim können wir so alleine lassen. Wir werden jetzt wirklich mal zum letzten Mal durchgehen und sagen, das ist das Forsthaus, das hat nur einen. Und hier hinten wächst der Wald jetzt auch wieder. Das ist eine gute Sache. Wir haben einen in der Sägegrube drin, einen im Holzfällerlager. Das wird hier munter durchgebrettert. Dann haben wir in der Brennholzhütte 2 drin. Da reicht es für 21 Monate Essen nur noch für 14. Da sollten wir also zusehen, dass wir hier im Moment erstmal nichts weiter verkaufen. So, dann sind wir dabei, im Brennofen produzieren mit dem Lehmvorkommen, die wir haben. Dann im Bauernhaus will ich eigentlich mal vollen Einsatz haben. Da machen wir die volle Kapazität rein. Wir haben halt nur noch 3 übrig, aber das ist dann auch egal, denn wir werden ja unseren Gemeinschaftsofen, den werden wir ja wieder deaktivieren, sobald wir hier mit dem Mehl durch sind. Das sollte ja auch bald soweit sein. Und selbst wenn nicht, ist es in dem Fall auch egal. Ja, Gerste haben wir nicht mehr. Malz haben wir nicht mehr. Jetzt wird das Bier wieder knapp, aber das können wir jetzt tatsächlich auch einfach mal nicht ändern. So, also grundsätzlich hier sieht es soweit gut aus. Worauf wir achten müssen, ist tatsächlich er hier, ne? Genau, da müssen wir auch nochmal 2 bereithalten. Das wären dann eventuell... Wir machen das mal so, dass wir die rausziehen. Und die beiden packen wir in die Sammlerhütte rein. Das ist mir dann lieber. Die müssen dann im Frühjahrsanfang einfach in die Sammlerhütte. Wir sind noch im Februar, aber das sollte dann passen. So, tja, die bewegen sich wirklich nicht. Also ich denke, wir können festhalten, das ist ein Bug. Wir werden in der nächsten Folge mal gucken, dass wir vielleicht, oder in der wenigsten, ich weiß es noch nicht genau, mal ein paar Truppen bereitstellen, aber wir halten fest, das ist ein Bug. Aber was kein Bug ist, ist der nächste Development Point in Nördlingen und hoffentlich die entsprechenden Punkte für unser Herrenhäuschen. Das können wir immer noch nicht bauen? Mich doch veräppeln, ey.
Wir haben immer noch keine Bretter. Ja, dann kümmern wir uns erstmal um das Thema. Aber das braucht doch keine Bretter, ne. Spannend, spannend, spannend. Das Lagerhaus ist voll. Wir werden mal den großen Speicher. 50 Bier? Wie habe ich denn hier so viel Bier? Pass auf, wir machen jetzt so mit dir. Was ist das denn? Wir gehen hier wirklich mal auf. Wir gehen auf 3 Gerste runter. Ich glaube, mehr brauchen wir hier nicht einkaufen. 3 Gerste und die Melzerei. Da ist einer drin. Der bleibt da drin. 50 Bier? Pass auf, dann können wir doch. Ah, das ist auch eine gute Möglichkeit. Wir werden hier mal einen reinsetzen. Bata send Bier. Bub. Und Bata bekommt. Tja, was nehmen wir hier? Was haben wir? Gucken wir gleich mal. Bier gegen Bier ist auf jeden Fall keine gute Idee. Dann. Ach, ich hatte jetzt. Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass wir nochmal nach unten hin müssen. So, Nördlingen. Und wir bekommen. Da packen wir mal einen rein. So. Wir können die großen Schilde und die Speere. Ja. Wir können die Produktion hier hochfahren. An Eisen. Wir haben ja Dachziegel genug. Dann nehmen wir die Eisenproduktion und packen das in die Dachziegel. Und packen das in die in die Sperrproduktion rein. Hm. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir machen die Schwerter. Da brauchen wir 2 Eisenbarren für und keine Bretter. Das finde ich allerdings, auch interessant. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Der braucht die Schwerter. 36. Wäre eine Möglichkeit, ne? Dass wir die Seitenwaffen bauen und dann eine Lage Stangenwaffen und das in Nördlingen produzieren und dann nochmal einmal Bogenschützen. Mhm. Wir machen das. Wir werden hier auf Seitenwaffen umstellen, das noch nicht aktivieren. Wir werden hier sagen, Barter send Bier, Barter received. Seitenwaffen. Barta send Seitenwaffen. Barta received Bier. So. Die brauchen wir noch nicht bemannen. Da gibt es so und so. Tauschwert 1-1. Oh, das ist gut. Das ist super. Also, jetzt müssen wir kurz überlegen. Wir haben ja nur noch 3 Familien. Dann werden wir jetzt ihn hier rausnehmen. Ihn dort reinsetzen. Und wie viel Lehm haben wir? 15. Den Brennofen hier entfernen. Und den Rennofen in Betrieb nehmen. Okay. Das lassen wir erstmal durchproduzieren, würde ich sagen. Sodass wir hier die ersten Seitenwaffen auf Lager haben. Und dann werden wir die, rüberbringen. Okay, gut. Das ist ein. Oh, das Gebäude ist fertig. Oh, Leute, das müssen wir uns angucken. Oh, ist das cool. Das ist super. Wir könnten noch gucken, dass wir vielleicht hier vorne noch irgendwie so schräg noch einen Weg reinkriegen. Ja, von da nach da. Ah, schade. Von da nach da. Nee, das ist der Brunnen, der das hier verhindert. Nee. Schade. Okay, ist aber nicht schlimm. Dann ist es halt einfach mal so. Ah, sehr gut. Junge Dame, es freut mich, dass wir Ihnen helfen konnten. Nicht, dass ich ins Loch falle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weitergehen. Einmal nix, bitte. Was gibt's hier? Brennholz. Was hast du, Nettes? Leder. Verkaufen auch irgendwie das Gleiche. Oh!
Oh, Brot und Kohl. Oh, lecker, lecker, lecker. Ja, was verkaufst du? Was ist das? Ein Blatt. Ja, oh Gott, guck mal, bei ihr gibt's aber gut. Da gibt's eine Karotte, da gibt's einen Weißkohl, zwei, drei Brote liegen da rum. Lecker, lecker, lecker. Jetzt gucken wir mal. Also bei uns gibt's, glaube ich... Oh, wir haben sogar Fleisch und Blaubeeren. Also der Marktstand ist eindeutig am besten ausgestattet, ne? Kennt ihr das? Wenn ihr am Markt seid und euch denkt, wo kommt der Apfel her? Von nebenan. Das sieht alles im gleichen Lagerhaus. Okay, gut. So ungefähr ist das hier in Nördheim. Okay, gut. 80% Zufriedenheit. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir denen hier regelmäßig Bier bieten, aber da sind wir dran. Jetzt haben wir die Söldner Company. Das müssen wir mal ganz kurz uns angucken, wo die herkommen. Zweiau. Immer noch? Okay. Das ist nicht schlecht. Tja, die Dinger ignorieren wir jetzt. Das ist dann einfach so. Gut, haben wir jetzt mittlerweile hier unser Holz mit... Immer noch nicht. Habe ich hier keinen reingepackt? Habe ich das vergessen? Doch. Da ist doch einer drin. Verstehe ich nicht. So, jetzt müssen wir doch nochmal in den Planungsmodus gehen. Also mit anderen Worten in die Pause. Und ich weiß, es gefällt einigen nicht, dass ich oft in die Pause gehe. Aber ich bin halt einfach ein Freund davon. Denn wir haben jetzt hier unser Bauernhaus fertig. Und ich möchte jetzt unsere vier Felder planen hier vorne. Und dazu gucken wir erstmal, wo die Weizenfruchtbarkeit ist. Das ist ja einmal hier vorne. Da werden wir uns jetzt mal einen Weg bauen. Ich hoffe, dass ich das noch grob zusammenkriege. Ich würde das gern einmal so hier lang bauen. Dann lassen wir das einfach hier vorne mit reingleiten. So. Ja, das war gut. Das heißt, der nächste Weg wäre, glaube ich, hier vorne lang gewesen. Nee, das war nichts. Das müssen wir tatsächlich hier vorne an der Kante. An der Kante mit langlegen. Der war nichts. Also den müssen wir wirklich hier mit langlegen. Gucken wir mal. Ja, das ist besser. Dann gehen wir hier so in einem runden Bogen. Ja, irgendwas, was wir uns da als Markierung hinsetzen können. Nee, ne? Das ist irgendwie so mittig da oben dran. Gehen wir mal so in so einem Bogen. Dahin. Gucken mal an der Stelle. Ja, das sieht sehr gut aus. Und dann... Ich würde sagen, so wieder zurück. Also hier in so einem Halbkreis. So, wo ist unsere Straße? Irgendwo hier. Da. Und dann da in einem Halbkreis wieder. Da. Sehr schön. Gut. Dann teilen wir uns das in der Mitte einmal auf. Und einmal in der Mitte. Hier müsste irgendwo eine Straße sein. Da. Und dann haben wir unsere vier Felder. Und die können wir jetzt auch anlegen. Und dann kann das jetzt hier entsprechend auch weiterlaufen. Und dann haben wir vor allen Dingen auch kein Problem mehr mit dem Forsthaus. Dann kann der dort in Ruhe weiterforsten. So, vier Felder bitte. Eins und zwei. Hm, nicht. Da und Grundstückspunkte 3 von 4. So, Nummer 1. Zwei. Nummer 3.
Und, da haben wir uns verbaut. Oh, das ist nicht gut. Das ist doof. Jetzt hoffe ich mal, das macht keine Probleme. Denn wir haben den natürlich so richtig schön jetzt eingemauert hier durch die Wege. Auch dann versuchen wir mal hier einfach mal ein Quer drüber zu bauen. Ich hoffe, dass das jetzt hier... Aber ich will nicht die ganze Straße removen. Mist. Er hat echt die ganze Straße wieder gelöscht. Aber wir können ja Gott sei Dank die Straße da auch anschmiegen. Bis nach da. Zack. Und dann von dort aus... Zeit bitte. In einem Bogen... Ja, das ist ja nicht schön. Da reinzugehen. Gut. Letztes Feld. Und dann haben wir es. Sehr schön. Dann kann auch hier die Weizenernte beginnen. Beziehungsweise da jetzt noch nicht. Wir werden einmal Fruchtfolge, Weizen und Fruchtfolge. Wir machen die mal gegenüberliegend. Und Weizen... Da machen wir Weizen, Fruchtfolge und... Ne, Moment, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie wir das der anderen Seite gemacht hatten. Weizenbrache, Weizen, so, genau. Weizenbrache, Weizen. Und bei denen bleiben ist es Brache, Weizen, Brache. Brache, Weizen, Brache. Genau. Ja, alles klar. Gut, haben wir das auch erledigt. Dann bleiben wir nochmal ganz kurz in Nördheim. Hier müsste jetzt eigentlich die Produktion anlaufen von Waffen, hoffe ich. Wir haben Eisenbarren und dann können wir jetzt... Die Schmiede aktivieren und bitte die Waffen hier produzieren. Sehr gut. So, dann brauchen wir aber auch noch weitere Waffen, aber ich denke mal, die können wir auch im schlimmsten Fall da drüben produzieren. Aber da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Das werden wir dann auf jeden Fall schon mal rüberschaffen. So, was haben wir hier? 2 Malz, 56 Bier. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das haben wir schon mal wieder ein bisschen runtergeschraubt. 100 Leder, Schuhe ohne Ende. Brennholz, da müssen wir aufrüsten. Da müssen wir definitiv... Wir haben ja jetzt hier das Forsthaus und jetzt können wir auch im Brennholz ein Meer reinpacken. Jetzt kann er nämlich das Wäldchen da ohne Probleme abholzen. So, dann können wir die Häuser weiter ausbauen. Denn die Häuser geben uns auch jeweils einen Lebenspunkt, beziehungsweise wir müssen ja so und so noch tatsächlich knappe 15 Häuser weiterbauen. Die können wir vor allen Dingen hier unten weiterbauen. Da können wir weitere Felder anlegen. Wir können hier noch welche bauen. Also da haben wir noch genug Möglichkeiten. Wir bauen aber erstmal die hier weiter aus. So, dann haben wir das. Dann gucken wir uns die Bedürfnisse an. Brennholz. Sollte aber kein Problem sein. Packstation passt. Essen ist okay. Und dann haben wir jetzt hoffentlich mal Bretter. Immer noch nicht. Ja klar, wir haben auch gerade Häuser gebaut. Da muss das noch ein bisschen warten mit dem Einfluss. Gut, aber wir schauen mal in Richtung der Windmühle. Die braucht nur Effizienz 81. 63 ist natürlich wenig an Effizienz. Ne, komm nicht. So, dann brauchen wir... Der Summer... Ah, stimmt, es ist Frühling. Ja, Mensch, cool. Der Frühling naht, ihr Lieben. Das freut mich. So, jetzt Konzentration. Wir wollen die Mühle bauen. 80%. Das ist ja nicht schön. Haben wir hier hinten irgendwo einen Berg? Hier, ne? 100%. Tja.
Hinten im Wald wird es mit Sicherheit nicht besser werden. Tja, dann müssen wir die echt hier hinten bauen, ne? Ich wollte die aber ungern so weit weg platzieren. Wir könnten die auch da bauen. Da hätten wir auch 93%. Aber das ist doch... Hier sind wir halt nicht auf dem Berg, ne? Nee. Da oben sind wir halt auf so einem kleinen Hügel. Das sieht halt schon besser aus. Das sieht auch cool aus. Die Frage ist halt... Wir brauchen hier unheimlich viele Leute, wenn wir von hier dauerhaft Leute hin und her laufen lassen wollen. Dafür ist das Bauernhaus relativ nah. Dann müssen wir hier, dann bauen wir hier am besten die Bäckerei auf. Und hier werden wir aber auch direkt sagen, hier sollen eben Weizen, Roggen, Korn und Mehl nicht rein. Okay, so machen wir das. Wir müssen die hier hinten aufbauen. Es bringt ja nichts. Einmal dahin bitte. 100%ige Effizienz. So, jetzt haben wir die aber minimal neben dem... Nee, das machen wir nicht. Nein. Das bauen wir noch ein ganz kleines Stückchen weiter dahin, dass wir auch wirklich hier auf diesem Berg landen. An unserer Königsstraße. So, in Nördheim ist irgendwas voll. Ah, ein Lebensmittellager. Wir haben aber dort eins mit nur 700 Essen. Das ist natürlich wenig. Ne, 900 haben wir hier. 300 Brot, 28 Eier. Wie sieht's mit der Sammlerhütte aus? Jawohl. Da wird auch wieder gesammelt. Da wird eventuell bald ein Tier geschossen. Wir sind bei 4 Familien hier. Ja, also Nördheim läuft, würde ich sagen. Wir haben jetzt 28 Gerste. Okay, dann brauchen wir uns das mit dem Bier hier eigentlich auch nicht mehr angucken. Und immer noch 850 auf Lager. Das ist eine gute Sache. Habe ich nicht hier gesagt, ihr sollt ihr kein Mehl reinpacken? Nee, Mehl haben wir erlaubt. Okay, dann werde ich das hier auch erlauben. Das macht auch in gewisser Weise Sinn. So, haben wir bei unserer Kräuterhexe die Kräuterhexenfunktion aktiviert? Nee, aber wir wollten ja erstmal das Herrenhaus bauen. Das sollten wir jetzt auch wirklich mal machen, ne? Pause brauchen wir nicht. Und das Herrenhaus würde ich tatsächlich... Jetzt haben wir beides nicht? Ah, wir sind falsch. So. Na. Okay, so, dann haben wir den im Bau. Tja, Herrenhaus geht immer noch nicht. Da kümmern wir uns um den Development-Punkt. Das brauchen wir mittlerweile langsam auch. Das wage ich zu bezweifeln, dass der leer ist. Vielleicht sind die Jobs hier leer. Das ist durchaus eine Option, aber da werden wir mal hier noch ein paar Leute reinpacken. So, okay, gut. Oder auch nicht. Ja, wir haben einfach zu viel zu tun hier, aber zu wenig Ressourcen. Aber so muss das, so ist das wahrscheinlich im Mittelalter gewesen. Gut, jetzt wollen wir hier weitergehen in Nördlingen. Die Frage ist, wo wir mit den Entwicklungspunkten hingehen. Wir haben ja noch 3 Stück, also sollten wir uns das hier gut überlegen. Brauchen wir in Nördlingen einen schweren Flug? Ich würde sagen, ja. Okay, aber wir haben hier so viel Fleisch. Brot ist hier eher so ein sekundäres Ding. Wir brauchen hier nicht hauptsächlich Brot. Hier vorne, wir haben schon wieder 31 Tiere hier, die, ja, Punkt, 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 was das Zeug hält. Also ich sehe hier keinen großen Bedarf für einen schweren Flug oder eine Schafzucht oder sowas. Wir könnten in Nördheim übrigens tatsächlich noch eine Schafzucht bauen und noch zusätzliche Klamotten anbieten. Das sind so Dinge, die wir noch machen können.
Das können wir uns tatsächlich für die nächste Folge nochmal überlegen. Aber ansonsten ist, also hier in Nördlingen brauchen wir das in meinen Augen nicht. Das produzieren wir dann da, und wenn irgendwann das neue Update da ist, dann werden wir das an die entsprechenden Stellen einfach mit dem Handel dann entsprechend verteilen. Roggen ist hier, glaube ich, auch nicht notwendig. Wir haben hier einfach zu wenig. Roggen ist so eine Sache. Ich zeige euch das mal. Wenn wir denn soweit kommen sollten, dann würde ich gerne, was Roggenanbau angeht, ja, eher so hier oben zum Beispiel oder hier, kann man das ganz gut machen. Alternativ gibt es, ja gut, die anderen haben jetzt nicht so viel Roggen, ne? Also so in diese Richtung, da können wir das machen. Da würden wir eine Roggenproduktion starten und dann von da aus alles versorgen. Was ich hier gerne machen möchte, das hatten wir ja extra gesagt, weil hier ist ein üppiges Lehmvorkommen. Wir müssen von hier aus auf jeden Fall das Lehmvorkommen machen. Und deswegen würde ich gerne hier jetzt die Köhlerei aktivieren, um hier runterzukommen in Richtung der Schachtminen. Und dann als allerletzten Punkt vielleicht den schweren Flug zu holen oder hier in diese Richtung wahrscheinlich den schweren Flug. Aber mehr brauchen wir hier in meinen Augen nicht. So, dann bauen wir mal die Köhlerei. Und da würde ich auch eine Person reinsetzen, wobei wir hier natürlich jetzt durchaus, wo ist das, bei Sammeln? Okay. Ja, das kann man schon bauen, aber dann sollten wir hier echt erstmal mehr Häuser bauen. Wir haben hier nur 30 Familien, aber 35, 94 Zufriedenheit. Tja. Die Felder liegen brav, weil im Bauernhaus keiner arbeitet. Jetzt gucken wir mal in der Sägegrube im Forsthaus. Tja, das muss so bleiben. Brennholzhütte müssen eigentlich tatsächlich auch zwei bleiben. Wie viel haben wir denn hier im Jäger drin? Können wir da einen abziehen? Nee. Packstation ist auch keiner drin. Jetzt gehen wir mal... Nee, Pause brauchen wir nicht. Melzerei ist einer drin. Brennofen. Ja, das ist halt, das ist unsere Finanzspritze, ne? Wir brauchen den Brennofen und, Moment, verkaufen wir noch Schuhe. 150 Schuhe. Export-Dachziegel. Kein Auslandexport mehr. Dann sollten wir das, das ist ein guter Moment. Dann werden wir das einstellen. Sieht es hier mit den Schuhen aus? Ja, die werden noch exportiert. Sehr gut. Dann verkaufen wir hier die Schuhe weiter, werden das einstellen und ziehen die Leute aus dem Brennofen ab und werden die hier mal ins Holzfällerlager packen, dass die hier mal ein paar Holzsachen produzieren. Dann können wir ihn hier auch abziehen. Okay, dann haben wir noch drei Familien übrig. Gut. Die müssen jetzt vor allen Dingen auch Häuser bauen. Denn wir brauchen auch weitere Häuser hier vorne. Da will ich die hinhaben. Hier vielleicht nicht ganz so dicht an die Leichengrube dran, aber doch schon ein bisschen. Und die sollen eigentlich auch weiter in Richtung der Werkzeugproduktion, sondern auch in Richtung der der Gemüseproduktion gehen. Das wäre mir auch wichtig. Dann haben wir jetzt hier zwei Familien weiter, die bauen. Bauholz kriegen wir. Genau. Da müssen wir uns drum kümmern, wenn die Familien da sind. Gut, jetzt kurz überlegen. Wir kriegen jetzt das Thema Holz sollte sich damit erledigt haben. Dachziegel. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo anders Probleme haben. Bretter ist noch stabil. Gerste ist noch stabil. Da machen wir nichts. Eisenerz wird schon geringer. Dann sollten wir den Eisenerzexport in Nördheim auch nochmal einstellen. Hatte ich den eingestellt? Ich glaube nicht, ne? Wir sollten ihn nicht riskieren,
dass wir hier so starke Handelsprobleme bekommen. Ja. Wir sollten, warte mal, wir gucken erstmal, ist der Eisenerzfritze? Oh, er ist gerade weggefahren, top. Dann kein Handel, passt. Dann werden wir die Bretter erstmal verkaufen. Das muss hier reichen, wir haben auch 950. Das muss in dem Fall reichen. Okay, sehr schön. Dann sind wir eigentlich soweit durch für heute. Dann hoffen wir mal, dass wir in Nördlingen genug Sachen produzieren, um dann hier unsere Stadt weiterzubauen. Wir müssen hier auf jeden Fall weitere Häuser platzieren und endlich mal dieses Herrenhaus planen. Und das will ich eigentlich hier hinten auch mit auf den Berg hinbauen. Schön als Herrenhaus, wenn man runter, schön zum Runtergucken, hier auf die Stadt. So stelle ich mir das vor, mit der Mühle im Hintergrund. Genauso möchte ich das haben. Und dann werden wir uns auch in Nördlingen, in Nördheim, wir haben ja noch hier, also wir sind hier bei den Häusern an der Grenze. Wir können tatsächlich hier die Hofstätten hier hinten noch ein bisschen updaten. Das wäre noch eine Möglichkeit. Da werden wir dann nochmal, wisst ihr was, das können wir ja auch machen. Dass wir zumindest bei den Häusern, wo es geht, nochmal diesen zwei Wohnraum erweitern werden. Und dann gucken wir uns mal in der nächsten Folge mal erweiterte Produktionsketten an. Dass wir hier vielleicht auch mal eine Schafzucht mal in Betrieb nehmen. Dass wir einmal den Viehhandelsposten bauen. Das ist ja noch alles. Ja, wir haben ja hier vorne zum Beispiel noch Platz. Oder auch hier hinten haben wir noch genug Platz. Das ist ja hier neben den Handelsposten, können wir den Viehhandelsposten hinbauen. Und dass wir möglicherweise dann sogar eine kleine Weide bauen. Aber das ist halt alles Wolle. Und dann gucken wir mal, ob wir damit etwas Nettes machen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategie-Nerd.